Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Synchromaschine ist unser Thema. Jetzt wissen wir, wie die Synchromaschine prinzipiell funktioniert. Jetzt wollen wir uns ein bisschen überlegen, wie sind denn die Ströme und Spannungen und so weiter. Ja, wir machen uns ein Ersatzschaltbild. Okay, also wir machen uns ein Ersatzschaltbild. Ich fange jetzt einmal rechts unten an, weil links oben kann es euch jeder. Das hat einen Sinn. Wir werden ihn nachher erkennen. Also Ersatzschaltbild. Ich mache einen Generator. Machen wir einen Generator, ja, und dann legen wir das weiter um auf einen Motor. Also ich sage mal, ein Generator ist eine Spannungsquelle, das ist eine Wechselspannungsquelle da jetzt da. Ja. Dann hat meine Ständerwicklung hat natürlich einen gewissen Widerstand, RI, und ich habe eine Induktivität. Seine Spule immerhin. Jetzt einfach Hauptinduktivität LH. Okay? Das ist unser Ersatzschaltbild, das reicht. Ja, also wir haben hier eine Spannungsquelle. Da drin gibt es eine Spannung, die wird vom Polrad induziert. Ja, also da drin rotiert das Polrad mit seinen Magneten. Ja. Das heißt, ich habe da hier eine Spannung UP, die ist bitte einphasig, was ich jetzt zeichne. Ja, ist jetzt wenn es dreiphasig ist, ich greife halt eine Phase heraus und wir schauen sich eine Phase an und dann schauen wir, wie das mit 3 ausschaut. Ja? Also, UP, das ist von der vom Polrad induzierte Spannung in der Ständerwicklung. Ist da. Ja? Da draußen gibt es irgendwo US, das starre Netz. Okay? Da ist das starre Netz und da rinnt natürlich auch der Strom in das starre Netz. IS. Okay, da hinter Strommasse. Ja. Gut. Ja. Was verursacht dieser Strom hier an dem Widerstand und an der Induktivität? Nun, hier haben wir Spannungen. Die gehen in diese Richtung. UR und UL. Ja. Ich meine, Richtung bei Wechselspannung. Ich zeichne mal so ein. Das ist die Zählrichtung. Ja. So sieht das aus. Ja, so sieht das aus. Das ist das typische Ersatzschaltbild, das reicht. Ja, das reicht als Ersatzschaltbild, braucht man nicht übertreiben. Und jetzt gibt es da draußen ein paar unterschiedliche Lasten, ja, weil da hängt ja praktisch irgendwas versorgt ja mein Generator. Da sind irgendwelche Lasten. Ja, und diese Lasten können ja entweder ohms kapazitiv oder induktiv oder eher also oder eine Mischung, ja, also da ist der ZL, das ist ein Wechselstromwiderstand, eine Impedanz, und es kann halt irgendwas sein, ja. Und jetzt möchte ich einfach einmal zwei unterschiedliche Varianten betrachten. Okay, also ich sage einfach eine Variante, ich zeichne beides mal das gleiche IUS. Ja? Beides mal das gleiche US. Das heißt, ich zeichne da mal US ein. Ja? Eine Variante. Und die zweite Variante zeichne ich hier ein. Ja? Das sind beide Varianten von meinem US. Ja? Zwei US-Varianten. Und dann möchte ich einmal eine induktive und einmal eine kapazitive Last betrachten. Ne? Schauen wir mal, induktive Last, was ist der Strom IS eigentlich an der Induktion? Induktion, an der Spule, an der Induktivität. Ja? Überlegen wir es jetzt, beim Kondensator. Zuerst muss der Strom hineinrinnen und dann kommt erst die Spannung. Das ist physikalisch korrekt. Ja? Also rinnt der Strom rein, erzeugt mir Spannung. Das heißt, der Strom kommt zuerst. Ja? Das heißt, wenn ich da eine kapazitive Last habe, ja, dann rinnt halt da der IS, der rinnt da. Okay? Da ist mein IS. Dazwischen gibt es einen gewissen Phi, einen gewissen Phasenwinkel da. Ja? Da ist der Phi. Und
bei der Induktivität muss noch umgekehrt sein. Da gibt es auch eine Eselsbrücke, die möchte ich hier kurz verraten, die mit der Physik gar nichts zu tun hat, aber man kann es gut merken. Also bei einer Spule muss der Strom so in den Kreis rinnen, also kommt er zu spät, weil er rinnt ja nur in den Kreis. Ja, also wie gesagt, physikalisch der volle Blödsinn, aber okay, ne? Merken soll man es. Da ist der Yes, gell? Und hier haben wir halt hier auch wieder diesen Phasenwinkel Phi. Einmal induktive, einmal kapazitive Last. So, und jetzt schauen wir sie an, wie ist denn das da? Ja, wie ist denn UL und UR? Wie sind denn die zwei Sachen? Nun, UR ist ja in Phase die Wechselstromwiderstände, ja? Das ist der Wechselstromwiderstand, ist der RE. Und hier ist der Wechselstromwiderstand J Omega LH. Ja? Ja, das heißt, beim J ist ja 90 Grad voreilend. Ja? Und da RI, das ist, je nachdem wie der Strom durchrinnt, IS, komplexe Zahl IS, und mal RI, mal einer reellen Zahl, ist einfach länger oder kürzer. Das heißt, das UR, das ist einfach da, geht da her. Und das wird nicht besonders lang sein. Also diese Innenwiderstände da, das ist ein Kupfer. Das ist ein Kupfer, das ist nicht sehr groß. Das ist ja da, ich zeichne das da ein. Da ist eben mein UR. Und da würde mein UR dann praktisch in diese Richtung gehen. Hier ist hier mein UR. Okay? Kann man schlecht erkennen, weil es eben so kurz ist, so klein, so unbedeutend eigentlich. Ja? Gut, was weniger unbedeutend ist, ist das UL, weil das ist eine gescheite Spule mit vielen Windungen und so weiter. Ja, da ist das UL, haben wir schon da. Und das UL ist natürlich um jetzt um 90 Grad, wegen dem J, oder? Ja, um 90 Grad voreilend. Haben wir ja gesagt, an der Spule ist der Strom nacheilend, also muss die Spannung voreilend sein. Das heißt, da haben wir das UL. Ja, da unter 90 Grad, und das zeichnen wir jetzt gescheit groß ein, ja, da ist das UL. Ja, und hier geht halt das UL auch unter 90 Grad halt in diese Richtung. Ja. Der Betrag ist abhängig von der Größe der Induktivität hier. Ja. Und jetzt schauen wir uns die Maschenregel an. Ja. Also wenn ich hier die Maschenregel praktisch anschreiben darf, gehen wir da weg. Ja. Machen wir hier eine Masche 1. Die Masche 1 ist UR plus UL plus US minus UP ist gleich 0 Volt. Das heißt, das UP ist eigentlich die Summe von den drei. Man sieht es eh auf einen Blick. Das heißt, wenn ich hier jetzt praktisch das UP herausfinden will, na, dann muss ich die Sachen addieren. Also UP ist US, ja, plus UR plus UL. Gut, zeichnen wir ein. Dann zeichnen die da, zum Beispiel zeichnen die das UR ein. Ja, da, zack. Das ist das UR praktisch hier. Ja, und dann zeichnen die da parallel dazu, eben da oben, zack. Da ist mein UL. Ja. Und jetzt die Summe, wie groß ist die Summe? Die Summe ist halt so groß. Das hier, bitte, ist die vom Polrad induzierte Spannung her. Ja? Da gibt es ebenfalls einen Winkel, den da. Überlegen wir sich den Winkel nachher. Wie schaut das da aus? Na, da addieren wir. Ja, da sehen wir, aha, schau, das UP ist ja kleiner. Das ist sogar kleiner. Das ist ein Generator und da draußen ist die Spannung größer. Wow. Interessant, gell? Wechselstrom ist schon interessant. Und da UR geht halt in diese Richtung, klein. Und dann UL, gescheit rauf da in diese Richtung. Also da haben wir UR. Da haben wir das UL. Ja. Und hier haben wir eben ebenfalls ein UP. Das ist diesmal bedeutend länger. Sagen wir mal.
vielleicht etwas übertrieben gezeichnet, aber es ist so. Ja. Und auch hier haben wir diesen Winkel. Ja. Und jetzt, was ist das für ein Winkel? Hätte ich da keinen Stromfluss, ja, hätte ich da praktisch keinen Stromfluss, also keine Belastung da nach außen, wäre ja praktisch das US und das UP gleich. Ja. Wenn eine Maschine nicht belastet ist, überlegen wir sich nur mal, wo ist der entsprechende Dings. Wenn die Maschine nicht belastet ist, dann sind Magnetfeld und roter Magnetfeld und Stator Magnetfeld in Phase. Ja, das heißt, wenn da das I 0 ist praktisch, zieht's mir, ist dieser Winkel ebenfalls 0, weil dann ist er UL und OR 0 und die zwei Spannungen sind gleich. Okay? Und sobald die Maschine belastet wird, kriege ich hier einen Polradwinkel hinein. Und dieser Polradwinkel ist entweder positiv oder negativ, also da wir einen Generator haben, ist jetzt das Polrad voreilend. Eigentlich, ja, das zahlt jetzt da, also wir zahlen jetzt praktisch in die andere Richtung, ja, wir sind vor dem, ja, und genau das sehen wir da. Die Polradspannung ist vor der vom starren Netz. Das ist die Spannung, die induziert wird hier hinten vom Polrad, weil es ja vorn anzahlt praktisch und die zieht das US mit, ja, und die Ärger, dass sie anziehen muss, okay, desto größer wird dieser Winkel hier. Okay, also dieser Winkel, den wir hier sehen, das ist der Polradwinkel. Ja, das ist der Theta, oder? Theta wird üblicherweise genannt. Theta. Und der Theta ist nichts anderes wie der Polradwinkel. Also, das ist der Winkel, mit dem das ist der Winkel, mit dem der Rotor abweicht vom rotierenden Magnetfeld des Stators. Ja, das ist das. So schaut das aus. Okay? Das ist also im Generatorbetrieb. Ja, Generatorbetrieb haben wir das. Und jetzt, wie beeinflusse ich diese Länge? Die sehen, das ist ja diese Länge vor dem Zeiger, ist ja ein großer Unterschied im Endeffekt. Ja. Wie beeinflusse ich diese Länge? Nun, ich habe ja hier eigentlich einen Erreger. Das ist ja, man kann sich das so vorstellen, da ist die Erregerwicklung. Ja. Da ist der IE, der da durchrennt. Ja. Das ist eigentlich Gleichstrom, aber dadurch, dass diese Spule da drinnen rotiert, schaut so ein bisschen aus wie Wechselstrom. Ne? Also das, man kann sich vorstellen, die Spule steht fest und es rennt Wechselstrom durch. Das ist das Gleiche, wie wenn die Spule rotieren würde und Gleichstrom durchrennt. Ja? Also dieses IE da, der Erregerstrom, den kann ich variieren bei einer elektrisch erregten Maschine. Ja? Bei einer permanent erregten kann ich das nicht. Ja? Von was ist jetzt die Polradspannung abhängig? Die Polradspannung ist abhängig von der Änderungsrate des magnetischen Feldes. Ja. Habe ich einen großen Strom und bei gleicher Rotationsgeschwindigkeit, ja, vorausgesetzt, habe ich einen großen Strom, habe ich eine größere Änderungsrate. Das heißt, mit meinem IE hier, ja, mit meinem Erregerstrom, kann ich die Länge der induzierten Polradspannung variieren. Und je nach Länge der induzierten Polradspannung stellt sich halt entweder dieser Betrieb oder irgendwas dazwischen. Ich kann das stufenlos variieren im Endeffekt, ja, makroskopisch betrachtet. Und da haben wir einen großen Erregerstrom, die haben einen kleinen Erregerstrom. Ja. Das heißt, das da, ja, heißt überregt, ist der Name hier, ja, überregt. Und das da heißt unterregt. Und diese zwei Sachen gelten für den Generatorbetrieb. Okay? So schauen diese Ströme und Spannungen und so weiter, die da drinnen beteiligt sind, aus. Also wir sind im Polradwinkel, bei der Gleichstrommaschine jetzt heißt es innere Spannung, also die Polradspannung da und die Netzspannung da draußen und so weiter. Ja, so schaut es aus. So, und wie schaut das jetzt aus, wenn ich einen Motor habe?
beim Motor Rinde praktisch das Einzige, was unterschiedlich ist, ist der Strom und das Rinde in die andere Richtung. Ja? Rinde eine. Im Motor rinnt der Strom rein und aus dem Generator kommt er raus. Das heißt, ich nehme jetzt das und zeichne es da oben hin. Das hat einen Sinn, wir werden sehen. Ja? Also ich zeichne hier wieder ein US ein. Das ist das US wieder. Ja? Und dieses Mal geht halt der Strom nicht dann nach links oben, sondern nach rechts unten. Ja? Weil er rennt jetzt in die andere Richtung. Ja? Einfach. Ja? Das ist der Yes. Da rennt jetzt negativ. Da ist jetzt ein bisschen schwieriger, dass man einen Winkel in 4 zeichnet, aber okay. So, und jetzt überlegen wir uns, wie ist das UR? Das UR ist so. Geht jetzt in die Richtung. Ja, da ist das UR. Und wie ist das UL? Ne, das UL ist natürlich wieder um 90 Grad voreilend. Ja, das UL geht halt diesmal in diese Richtung. Ja, da haben wir wieder die 90 Grad drin. Ja. Und wenn ich wieder die Summe bilde, also da zeichne ich jetzt das UR ein darunter und dann das UL darauf. Ja. Also genau das gleiche wie da. Dann sehe ich da, aha, da ist die Polradspannung. Ja, und die Polradspannung ist diesmal weiter hinten. Aha. Aber länger. Ja. Und jetzt wissen wir, warum ich das da rüben gezeichnet habe. Ja. Hier haben wir wieder diesen Winkel, diesen Polradwinkel, der geht jetzt in die andere Richtung. Theta, das ergibt sich ganz automatisch. Theta, jetzt hinkt er praktisch hinterher. Ja. Jetzt schiebt man das Feld da, ja, zirkt man praktisch das Polrad mit und das Polrad hat sogar eine größere Spannung. Was ja wieder komisch ist, ne, weil es ist ja innen drin und der Strom rinnt da rein und da habe ich Spannung. Wie gesagt, Wechselstrom ist wunderbar. Und das Polrad ist länger, Polradspannung. Das heißt, ich bin wieder überregt. Überregt, ja, deswegen habe ich es da rüber gezeichnet. Ich habe schon gewusst, was kommt. Ja. Habe ja schon gewusst, was kommt. Überregt. Ja. Also das Rüben hier ist die überregte Seite. Wenn ich da praktisch die Grenze einzeichnen will. Jetzt haben wir hier überregt. Und da jetzt zeichne ich noch den letzten Fall ein. Ja. Also ich zeichne wieder hier praktisch das US an. Zeichne den Strom jetzt da in die andere Richtung ein. Ja. Den IS, der zeichne ich jetzt nicht da oben ein, sondern da rüber. Da ist der IS. Dann zeichne ich wieder die zwei Spannungen ein, ja, also UR, da, kurz, klein, UR, und natürlich um 90 Grad voreilend ist wieder das UL. Da haben wir das UL. Ja, da haben wir wieder die 90 Grad. Wenn ich das jetzt zusammenzähle, das heißt, ich zeichne da das UR ein, und da zeichne ich aber parallel dazu das UL, ja. Was sehe ich hier? Was sehen meine müden Augen hier? Polradspannung. UP ist kleiner geworden, unterwegs, passt, super. Ja. Und da haben wir den Winkel, da haben wir den Winkel, den Polradwinkel. Back. Der geht diesmal auch in die andere Richtung. Hier nacheilend, hier voreilend. Und jetzt zeichnen die da auch noch praktisch eine Grenze ein. Gelingt mir nicht so gut, das muss ich ein bisschen hängen lassen, schau das an. Ja, das da oben ist das da oben ist Motorbetrieb. Und das da unten ist Generatorbetrieb. Gott, das ist noch hinflicken kann ich es noch. Ja? Das sind die vier Quadranten einer Synchromaschine. Ja, mit dem Ersatzschallbild sich überlegt, ja, wie schaut das aus, wie spült's da? Wie spült's da? Ja,
Wir sehen, so, ist eigentlich straightforward, aber jetzt, wo die ganzen Pfeilchen da sind, schaut es gleich mal wieder aus. Ja. Das Schöne ist, ich kann mich mit einer Synchromaschine an die Blindleistung, die da hinten die Last hat, ja, anpassen. Ich kann Blindleistung, hier heißt es, der Generator liefert induktive Blindleistung. Ja, wir liefern induktive Blindleistung. Ja, so schaut das aus. Da nehmen wir kapazitive Blindleistung. Ja, hier arbeiten wir praktisch als Kondensator, ja, und hier arbeiten wir praktisch als Induktivität. Wurscht. Ja. Hey, lieber die induktive Blindleistung, da nehmen wir kapazitive Blindleistung. Ich kann mich anpassen an die Last. Okay? Das kann ich sonst nicht. Und das kann ich auch nur mit einer elektrisch erregten Maschine, gell? Mit einer permanent erregten Maschine. Da ist die Polarspannung so groß wie sie und das war's. Ja? Fertig. Deswegen, wie gesagt, sind so Großgeneratoren und so weiter, sind immer elektrisch erregt. Immer. Ja, das nächste Mal werden wir uns ein bisschen mehr überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich da mit Polradwinkel und was ist da mit der Leistung, mit Moment und so weiter, ja, was ist da, gibt es da irgendwelche Grenzen oder wie schaut das aus, ja? Dazu werden wir aber den Innenwiderstand da weglassen. Wir sehen ja, das UR, das ist überall nur so ein Pfurzel. Das werden wir vernachlässigen, ja, wir wollen aber nicht übertreiben, werden nur die Induktivität beachten und dann werden wir ein paar Formeln aufstellen im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.